Oh ja, das ist wahrlich ein Hundemeister. Leck mich am Arsch. Aber mit Kraft meines Aschenbringers werde ich das schon irgendwie geregelt bekommen. Haben wir noch irgendwo einen panischen Bürger? Ja, versteckt sich wahrscheinlich da hinten. Kann ich gut verstehen. Ja, ganz da hinten. Ich schulde euch mein Leben. Ach. Nee. Ist doch selbstverständlich, dass ich helfe. Oh, noch ein kleines Kind. Na komm. Dich kriegen wir wieder hin. Und noch eines. Danke, mein Herr, sagt es. Bald ist Fütterungszeit. Habt ihr meine Mami gesehen? Panischer Trainerjunge möchte bitte an Kasse 3 abgeholt werden. Panischer Junge an Kasse 3. Nee, 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 nee. So nicht. Ups. Ja, ich hau jetzt erstmal die anderen Hunde hier weg. So. So und nicht anders wird's gemacht. Bam. Ich bleib jetzt einfach mal drin stehen. Was soll denn schon passieren? Und jetzt die hier noch. Komm her. Zwei Stück haben wir noch und dann können wir ihn angreifen. So, und... Oh. Krasser Crit. Heilen wir uns nochmal kurz hoch. So, und so. Und dann geht's los. Da beginnt der Spaß. Ach, das hat... Der ist immun gegen meinen Aschebringer. Was ist das denn für einer? Niemand ist immun gegen meinen Aschenbringer. Aber der hat coole Stiefel an. Deswegen sei ihm nochmal verziehen. Was haben wir denn hier bekommen? Oh. Das hat einen hohen Gearscore, aber wirklich. Die behalte ich mal. Ja, wo können wir denn das nächste Portal schließen? Ich schätze hier. Ich denke hier. Komm. Scheiße. Ja, außer Reichweite. Okay, das haben wir jetzt. Trotzdem muss ich noch ein paar Bürger retten. Und Portale schließen. Aber Bürger können wir ja hier viele retten. Da haben wir noch ein paar, die sich verstecken. Zum Beispiel dieses kleine Kind, das seine Mami sucht. Ist er sicher, wieder zurückzugehen? Möge das Licht euch segnen. Komm, ich pass doch auf euch auf. Ist doch kein Problem. Versteckt sich hier noch jemand? Nee. Wahrscheinlich oben dann. Die Treppe hier rauf. Da haben wir schon den nächsten. Hier geht's wieder raus, oder? Naja, ich muss aber noch drei Portale schließen. Da unten haben wir zum Beispiel eins. Ruf des Lichts in der Nähe, Kriegsbanner, verursachte Schaden. Okay. Na, scheiße. Fast. Hätte fast geklappt.
Jetzt aber. So, da haben wir hier das Portal. Da hinten das nächste. Oh. Kommt mal runter von euren Plattformen. Ah. Mit bisschen Verzögerung sogar. Ah, scheiße. Jetzt fangen sie langsam alle an zu spielen. Jetzt werden sie alle langsam wach und... Ja, man merkt schon ein bisschen, dass es hier anfängt zu laggen. Also, nicht am Spiel, sondern hier eher an den Angriffen. Kann man das sehr gut ablesen. So. Da haben wir das Portal. Okay, hier hinten, da oben, müsste noch eins sein, aber hier sind noch ein paar panische Bürger, oder? Nee, sind alle tot. Okay, hier wird mir noch eins... Okay, das ist da oben dann. Ich ziehe die jetzt einfach mal alle mit rauf. Genau. Na, kommt nur her. Die machen aber auch komische Geräusche hier. Oh, was ist das denn? Ihr habt die meisten Teufelsportale zerstört. Cool. Das macht es weitaus schwerer für Rakish, Verstärkung zu... Zwei muss ich noch retten. Suche nach Überlebenden. Zwei noch. Jo, da haben wir die letzten zwei. So, um euch kümmere ich mich auch noch. So, so. Richtspruch. Oh, Klinge der Gerechtigkeit und down. So wird's gemacht, Freunde. Den und dann noch sein Sohn wahrscheinlich. Ich will meinen Papa. Ja, der rennt gerade davon. Und jetzt wieder zum Prophet Velen. Hier geht's lang. In unseren Hallen auszurotten und die Exodar wieder für unser Volk zu sichern. Wie ihr wünscht, Prophet. Divinia. Kehrt zu Velen zurück. So, da bin ich. Ich fürchte, wir haben nur einen Moment. Rakish ist noch hier. Irgendwo. Rakish, okay. Er muss gestoppt werden, wenn mein Volk wieder Frieden finden soll. Dann werde ich ihn wohl suchen müssen. Er ist weit gereist, um mich zu finden. Und bringt bittere Kunde. In eurem Besitz befindet sich ein Gegenstand von großer Wichtigkeit. Oh ja. Ach so, der meint das Objekt. Ich dachte schon, er meint den Aschenbringer. Es tut mir leid. Ich wusste nicht. Was ist denn? Häppchen, wir müssen aufbrechen. Jetzt. Okay. Ja, wir müssen aufbrechen. Ich bin bereit, Velen. Auf geht's. Nennt sich Herz des Lebens. Es ist der Kern aller Empfindung des höchsten Naru, Xera. Sicher eingeschlossen in diesem Kern liegt Weisheit, Wissen, unschätzbar in unserem Kampf gegen die Legion. Und doch, nur ein Abkömmling von Xera ist fähig, den Kern zu öffnen. Darum wurdet ihr geschickt, Champion. Ah, okay. Ich finde es auch cool, dass sie meinen Namen hier immer durch Champion ersetzen. Der Beste aus Xeras Linie, Oros, weilt ungeschützt im Herzen der Exodar. Zerstören sie, Oros, sind die Informationen im Herzen des Lichts für immer verloren. Für einen Propheten
sozusagen recht armselig. Oros lässt eine bittere Melodie von... Was? Von sich verdingensen. Von sich hören. Das ist also Oros. Ah! Ich verstehe. Ich verstehe. In meiner Schutzbarriere, während ich den Pfad vom Makel der Dämonen befreie. Weil die Naru... Die Exo da ist ja eigentlich nur das Raumschiff, mit denen die Naru, mit denen die Draenei hier nach Azeroth gekommen sind. Die stammen ja auch aus der Scherbenwelt ab. Oder aus Draenor eher. Die Scherbenwelt ist ja Draenor. Da sind sie hier gelandet. Ich habe hier übrigens auch ein Spielzeug in meiner Kiste, mit dem man sich die Ankunft der Naru nochmal anschauen kann. Ist sehr geschichtsträchtig, sehr lehrreich. Ach, der ist kleiner als ich dachte. Und das hier, Oros. Oros ist, sind sozusagen die Gottheiten der Naru, der Draenei. Gibt's in Shadrat auch einen Haufen davon. Oros ist erneuert. Und jetzt werdet ihr euch für eure Gräueltaten verantworten. Dann komm mal her. Die unseligen Helden sind hier. Es scheint, ihr habt mich geschlagen, Velen. Doch bevor ich kapituliere und mich dem Urteil des Lichts überantworte, muss ich noch eine letzte Sache erledigen. Nein. Oros stößt ein wehklagendes Geheul aus. Oh shit. Im Anwesen meines Meisters glimmen die verbrannten Überreste tausender Welten. Komm, dann zieh ich den mal rum. Um euch euren Platz in den Ruinen von Morden zu sichern. Wer ist denn hier Tank? Ich bin kein Tank. Lord Maxwell vielleicht? Lady Leodrin? Vielleicht? Kriegsdonnern, scheiße! Wow, also der Richtspruch, der hat schon ordentlichen Damage drauf. Kriegsdonnern. Okay. Weiß ich jetzt ungefähr, in welche Richtung der geht. Autsch. Okay, kriegst du... Ah, der geht eher immer auf mich. Außer jemand anderes nimmt ihn. Also tankt ihn. Gabe von Argus. Okay, das ist schon eine riesige Energie. Die Energie von einem kollapsierenden Stern. Kollabierenden Stern, meine ich. Seiner Geburt hatte ich eine Vision. In dieser Vision hielt ich weiter.
einnimmt einen sterbenden Eredar in meinen Armen. Sein Körper war von Wunden und Teufelsmagie entstellt. So wie ihr nun. Doch ich begrub diese Vision in den Tiefen meines Herzens, nachdem Kirjeden mir meine Familie nahm. Für Äonen blieb sie dort verschlossen. Endlich verstehe ich es. Jetzt, wo ich euch in meinen Armen halte. Hier gibt es nichts mehr für euch. Nehmt das Herz des Lichts und kehrt zu Khadgar zurück. Sagt ihm, das Licht ist hier und heute erloschen. Oh nein. Lebt wohl. Ach, Wielen. Ach, Wielen. Das Licht ist hier und heute erloschen.